Die Sklaverei ist eigentlich der Normalzustand, in dem menschliche Kulturen sich befanden. Fast alle Hochkulturen, vielleicht mit der Ausnahme Japans, sich befanden. Und von daher die Abschaffung der Sklaverei, man müsste sagen, der schwerste Bruch ist in der Menschheitsgeschichte. Die Brüche in der Menschheitsgeschichte sind weniger die Katastrophen. Die Katastrophen sind eher der Dauerzustand. Sondern dieses Wunder, dass es einer Kultur gelingt, die Sklaverei tatsächlich abzuschaffen. Und zwar mit einem System, bei der ein anderer Tausch stattfindet. Ja? Zuverlässigkeit gegen Zuverlässigkeit, Treue gegen Treue. Ja? Das Lehnssystem, ja? Schutz des der Oberherr schützt theoretisch, ja? Den ihm anvertrauten anderen Menschen. Ja, das ist die Alternative. Das ist zunächst einmal die Alternative im frühen Mittelalter Europas. Die Ablösung der Sklaverei durch die Leibeigenschaft. Aber im Grunde genommen ist die Leibeigenschaft weiterhin ein Zustand von Unfreiheit. Es ist nicht die extreme Unfreiheit. Extreme Unfreiheit heißt Sklaverei. Sondern eine Unfreiheit, in der vieles den Menschen verwehrt bleibt. Aber sie sind keine Sklaven mehr. Man kann sie nicht nehmen und verkaufen. Sie haben ihre Familien, sie haben ihre Kinder, sie haben ihren Wohnort. Insofern, das ist ein Schritt. Aber der entscheidende Schritt passierte in den Städten, denke ich. In den europäischen Städten des frühen Mittelalters oder des Hochmittelalters, als Stadt Gemeinden sich wehrten dagegen, das Unfreie unter ihnen weilen. Stadtluft macht frei. Genau. Das ist wörtlich zu nehmen. Das ist wörtlich zu nehmen. Und das ist vielleicht eine der entscheidendsten Sätze, um die spezifisch europäische Geschichte zu verstehen. Dass es Städte gibt, und zwar nördlich der Alpen, Italien nimmt einen anderen Weg, die iberischen Städte nehmen auch einen anderen Weg. Es ist nördlich der Alpen, Stadtluft macht frei und wer in die Stadt geht, wird früher oder später entweder Bürger erster Klasse oder bleibt leider Bürger zweiter Klasse. Aber er hat frei. Grund, sich Mühe zu geben. Und der handwerkliche Fleiß, das Raffinement, dass ich mich selbst wie ein Landgut verwalte, meine Fähigkeiten trage ich in mir, ja, das ist jetzt neu. Sie haben jetzt hier meinetwegen die Griechen. Die beziehen ihre Sklaven von der Schwarzmeerküste, ja, vor 2500 Jahren, aus Syrien, aus Kleinasien, ja, nicht? Also hier Troja, dort diese griechischen Piratenstädte, ja, aber ein Handwerker wäre im Zweifel ein Sklave. Ein Freier arbeitet nicht. Das ist die Ideologie der Reichen. Die griechischen Städte hätten nicht funktioniert ohne einen ganz massiven Anteil von Freien, die arbeiten. Aber die Ideologie der Reichen ist, nötigenfalls können wir auf die arbeitenden Bürger verzichten und alles mit Sklaven machen, aber das hat sich nie realisiert. Das stimmte nicht. In der Realität haben sie einen relativ geringen Sklavenanteil in den griechischen Städten. Städte wie Athen mit bis zu 30% Sklaven sind die Ausnahme. Aber Odysseus sieht man an einem Flug. Ja? Genau. Die Helden arbeiten, wenn sie nicht im Krieg sind. Ja? Die Helden arbeiten, später der griechische Adel scheut die Arbeit, diskriminiert die Arbeit. Aber das ist eher ein Diskurs, um die ärmeren Bürger zu diskriminieren. Einzuschüchtern. Um ihre politische Partizipation in Frage zu stellen. Daher eine Verachtung der Arbeit. Aber nach diesem Diskurs lebten die Menschen nicht. Die griechische Polis hätte nicht funktioniert. Sparta ist die radikale Ausnahme. Man müsste eigentlich sagen, Sparta fällt aus der griechischen Kultur heraus. Die Bewunderung, die Sparta erfährt von Seiten und der Literatur, die wir gerne zitieren. Platos, des Dritten Reichs, ja. Diese Bewunderung hat nichts zu tun mit den realen Zuständen in den anderen griechischen Städten. Diese Bewunderung
missachte, dass Sparta drauf und dran war, einen Sonderweg zu gehen, der Sparta herausgeführt hätte aus der griechischen Kultur. Denn in der Tat, die herrschende Klasse so zu separieren von der Arbeit, sie so radikal von ökonomischen Funktionen zu entbinden, hat die Konsequenz, dass dann die Frau die Geschäftsführung der Häuser übernimmt. Einen völlig anderen Status der Frau. Die spartanische Frau ist eine Gutsherrin und sie muss es auch sein, weil, wenn Sie mir das Wort erlauben, der Spartaner ein Kretin ist. Er ist ökonomisch ein Kretin. Eine Drohne. Er hat keinen Überblick. Eine Kriegsdrohne. Genau. Er hat keinen Überblick darüber, ob sein Gut funktioniert oder nicht funktioniert. Diese Aufgaben überlässt er der Frau. Und er sitzt in seinen Zeltgemeinschaften und trainiert täglich. Kriegsdrohne ist sehr schön, ist ein sehr schöner Ausdruck. Eine völlig einseitige Ausrichtung des Menschen zur Abwehr äußerer Gefahren oder zu ständiger Bereitschaft, innen Oppression auszuüben. Es ist aber insofern kein Raubstaat, als sie zu Anfang immerzu neue fremde Völker unterdrücken. Das müssen sie nicht, ja? Sondern es reicht ihnen, dass sie die Heloten, also ihr eigenes, also wie eine Ameisenrasse, ja? Die Sklaven hält. Ja? Nicht? Der Vergleich trifft die Sache, weil in der Tat, in dem Augenblick, wenn man sagt, wir separieren uns von den ökonomischen Funktionen, wir haben hier Menschen, die die gesamte Arbeit machen und wir lassen diese Menschen auf ihren Gütern, sie haben ihre Familien, die haben sogar ihre Gräber, dann reproduzieren die sich von alleine. Es macht gar keinen Sinn, sich Sklaven von außen zu holen oder sie zu importieren. Die Spartaner sind die einzigen Griechen, die keine Sklaven kaufen müssen, weil die Heloten in einem gewissen Ausmaß sich reproduzieren und sogar wachsen. Die helotische Bevölkerung wächst. Ein ähnliches Phänomen wie die US-amerikanische Sklaverei, wo ja ein dramatisches inneres Wachstum stattgefunden hat, eine sehr große Vermehrung der US-Sklaven. Jetzt Rom. Ja, da haben wir Sklaven, die kommen aus dem Balkan, aus Kleinasien, aus Nordafrika, aus Spanien. Mhm. Ja, nicht? Römer sind nur Sklaven, wenn sie bankrott sind, ja, nicht? Aus dem bürgerlichen Leben herausfallen. Ja? Dann können sie in den Sklaventurm kommen. Also Römer werden in der Regel nur dann versklavt, wenn sie eigentlich zum Tode verurteilt werden und man bei bestimmten Vergehen sie nach außen verkauft. Aber im Grunde ab dem 4. Jahrhundert hört es auch auf. Römer werden nicht versklavt, sondern getötet. Das ist typisch für alle Gesellschaften, die ein hohes Bürgerbewusstsein haben, die anstatt die eigenen Bürger in die Strafsklaverei zu stecken, ziehen sie die Todesstrafe vor, um den Übergang zwischen Freiheit und zwischen Unfreiheit zu markieren. Um den ganz krass zu markieren. Denn ein Sklave ist nach römischem Recht, ja, ein Toter. Ja? Ganz genau. Er ist eine Sache geworden. Ganz ja? Genau. Ganz genau, das römische Recht sagt das explizit. Aristoteles sagt das auch. Sklaven sind Sachen. Übrigens, diese Ideologie findet sich in sehr vielen sklavistischen Gesellschaften. Der französische Anthropologe Claude Meillassou in seinem wunderbaren Buch Anthropologie der Sklaverei reiht afrikanische Stämme und Kulturen auf und listet sie auf, in denen genau diese Ideologie auch vorherrscht. Der Sklave ist kein Mensch. Stehendes Vieh. Auf zwei Beinen stehendes Vieh. Sprechendes. Genau. Ein sprechendes Instrument. Ein sprechendes Instrument. Also, das heißt, das ist nicht griechisch, sondern das ist in gewisser Weise mit der Sklaverei verbunden. Wenn gibt es in Ägypten Sklaven? Es gibt in Ägypten Sklaven. Der Anteil der Sklaverei in Ägypten
war nie sehr groß. Mehr Zwangsarbeiter, ja? Also Unterworfene, die große öffentliche Arbeiten leisten müssen. Ja? Genau, nicht? Genau. Aber die verschenkt werden konnten, vom Pharao verschenkt werden konnten und insofern beweglicher Besitz waren des Pharao. Wir müssen sie als Sklaven bezeichnen. Öffentlicher Besitz. Öffentlicher, ja? Besitz. Und das ist ein Unterschied. Ja. Ja. Und jetzt in Rom gibt es in der Kaiserzeit jetzt herausragende Sklaven und Freigelassene. Also ein normaler Sklave kostet, schreiben Sie, 500 Denare. Der Jahressold eines Legionärs, eines sehr privilegierten Berufsstandes, denn die konnten Geld erpressen, ja, als bewaffnete Macht, ja, nicht, ist 120 Denare. Das heißt, also ein normaler Mensch, ein Bauer beispielsweise, kann sich keinen Sklaven leisten. Man muss schon Vermögen haben. Man muss Vermögen haben, allerdings, es gibt je nach dem Angebot auf den Sklavenmärkten immer wieder billige Sklaven. 500 Denare, ja. 500 Denare, dann haben Sie einen qualifizierten Arbeiter. Wenn Sie aber eine unqualifizierte Kraft brauchen, einen 17-jährigen Jungen, der nichts gelernt hat und kein Latein kann, den kriegen Sie zu entsprechend niedrigen Preisen. Das heißt, ein mittlerer italischer Bauer könnte sich einen Sklaven leisten, vielleicht auch zwei. Für bestimmte hochqualifizierte Arbeiten muss man die Sklaven motivieren. Also Nachhilfelehrer, ja? So Hilfsassistenten der Wissenschaft, genau. Gerichtsdiener. Ja? Da, genau, gibt es Sklaven, die Griechisch sprechen, ja, 1500 Denare kosten. Ja? Genau. Und die sind so wertvoll, ja, dass sie mit der Aussicht, freigelassen zu werden, ja, zu Höchstleistungen gebracht werden. Ganz genau. Die islamische Welt zeigt das auch. Rom und die islamische Welt sind hier ganz ähnlich. Sie sind beides sklavistische Gesellschaften mit hohen Freilassungsraten. Und die hohen Freilassungsraten hängen ganz intensiv mit dem Problem zusammen, wie motiviere ich einen unfreien Menschen, so dass er die feinste Arbeit perfekt macht. Dazu muss er sehr motiviert sein. Das ist übrigens der Grund, weshalb man theoretisch den Kapitalismus auf unfreie Arbeit hätte gründen können. Es hätte funktioniert. Mit der Aussicht auf Freilassung bekommen sie Höchstleistungen, auch unter sklavistischen Bedingungen. Die römische Sklaverei muss schon 200 Jahre vor dem Zusammenbruch abgenommen haben. Wir sehen, dass an den Gesetzen der Kaiser und an der Zunahme der Strafsklaverei. Genau das, was in der Römischen Republik nicht da war, haben wir in der Kaiserzeit. Menschen werden strafweise versklavt. Weil man welche braucht. Weil man unentwegt Nachschub braucht, weil der äußere Nachschub sehr nachgelassen hat. Und die interne Reproduktion entweder nicht ausreicht oder aber durch hohe Freilassungsraten die Sklavenpopulation nicht auf einem angemessenen Level hält. Bei Zootieren ist es ja sehr oft so, dass sie in der Gefangenschaft, also in der Sklaverei, ja, keine Jungen kriegen. Ja, ist die Reproduktion von Sklaven, ja, also ein Sklave heiratet eine Sklavin und so weiter und kriegt mit ihr Kinder, ja, wenn die Kinder ihnen doch nicht gehören. Ja, nicht? Sondern sie gehören zunächst mal dem Herrn, der die Sklavin besitzt. Ja? Und der kann das Kind wieder woanders hin tun. Ja? Ist da eigentlich die Reproduktion ergiebig? Das war lange umstritten. Die Theorien über die Sklaverei seit dem 18. Jahrhundert haben in der Regel bestritten, dass die Sklaverei imstande ist, aus sich selbst sich zu reproduzieren.